Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in. In der Zeit der Hetze benutzen immer wieder unsere Feinde verschiedene Methoden, um den Menschen vor dem Islam Angst zu machen und um die Menschen gegen den Islam aufzuhetzen. Und um die Menschen in die Hölle zu führen. Denn natürlich, wir wissen, wer den Islam nicht annimmt und mit einer anderen Religion stirbt als dem Islam und vom Islam gehört hat, der wird für alle Ewigkeit in die Hölle gehen. Weil Allah sagt in Surah 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَاسِرِينَ. Ein Scheinargument, das dann einige Leute, die sich ganz schlau vorkommen, immer bringen, wäre, dass der Islam eine Religion sei, eine Religion der Sklaverei sei. Hier müssen wir zuerst mal festhalten, der Islam hat weder die Sklaverei erfunden, noch die Sklaverei abgeschafft, genauso wenig wie dies Judentum, Christentum oder Hinduismus erfunden oder abgeschafft haben. Das heißt, all diese Religionen haben weder die Sklaverei erfunden, noch die Sklaverei abgeschafft. Und der Islam hat die Sklaverei auch nicht abgeschafft. Aber ich könnte sagen, der Islam hat die Sklaverei abgeschafft, weil der Islam prinzipiell den Sklaven so viele Rechte gegeben hat, dass das nicht mehr mit einer Sklaverei im klassischen Sinne zu vergleichen ist. Beispielsweise im Alten Testament, in Numeri 31, finden wir sogar Befehle von Gott, bestimmte Menschen, die Midianiter, zu versklaven. Hier wird natürlich jetzt wieder jemand sagen, ja, das ist das Alte Testament. Und sagen wir, im Neuen Testament hat Jesus das Alte Testament abgeschafft. Matthäus 5, Vers 17, dort sagt Jesus, denk nun, ich bin das gekommen, um das Gesetz und die Propheten abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, um abzuschaffen, sondern um zu erfüllen. Er hat das gar nicht abgeschafft. Er war beschnitten, er hat kein Schweinefleisch gegessen, das ganze Programm. Die zweite Frage ist, für einen Christen fragen wir, wer ist denn Gott laut Christentum? Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Das heißt, laut Christentum ist Jesus auch Gott. Und dann fragen wir, wenn Gott befohlen hat, dass Moses bestimmte Menschen als Sklaven nimmt, hat Jesus das befohlen? Und wenn Jesus das befohlen hat, ist das dann richtig? Wenn dann jemand sagt, ja, Jesus ist ja erst später geboren, dann sagen wir, Moment. Aber laut christlichem Glauben war er schon immer da. Das Wort war bei Gott. Das heißt, hierauf hätten wir auch gerne eine Antwort. Trotz alledem wird natürlich der eine oder andere fragen, okay, ich sehe ein, der Islam hat die Sklaverei nicht erfunden. Warum hat der Islam die Sklaverei nicht abgeschafft? Hier sage ich nochmal, prinzipiell hat er die Sklaverei abgeschafft, weil erstens dem Sklaven so viele Rechten gegeben wurden und weniger Pflichten auferlegt wurden, sodass das eigentlich nicht mit einer Sklaverei im klassischen Sinne zu vergleichen ist. Zweitens wurde das Freilassen von Sklaven derart zum Freilassen von Sklaven motiviert, sodass viele Sklaven freigelassen wurden. Das heißt, es gehört zu den besten Taten, einen Sklaven freizulassen. Fakku Raqaba, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Drittens muss man erwähnen, dass es dort die Chance gab, für den Sklaven selber frei zu kommen, was in anderen Systemen nicht gab. Viertens, der Islam ist eine Religion bis zum jüngsten Tag. Das heißt, Allah hat den letzten Propheten mit der letzten Offenbarung geschickt und bis zum letzten Tag. Und so wusste Allah, dass es eventuell Situationen gibt, wo man das Konzept der Sklaverei braucht. Spezielle Situationen. Ja, ich gebe ein Beispiel. Und das ist auch der Sinn dahinter, warum es nicht verboten wurde. Denn es gehört eigentlich zur Integration der Kriegsgefangenen in die Gesellschaft der Muslime. Was macht man jetzt, wenn ein Krieg hat stattgefunden? Gott weiß, es werden Kriege stattfinden. Was macht man jetzt mit den Soldaten der feindlichen Armee? Soll man die alle abschlachten? Was soll man machen? Oder soll man die nach Guantanamo tun? Ja, heutzutage, ich meine, der Westen redet von Sklaverei und warum gibt es dort Sklaverei? Was macht momentan der Westen mit Guantanamo, Abu Ghraib? Das sind Gefängnisse, wo Leute Zwangsarbeit leisten müssen, wo sie gefoltert werden und so weiter und so fort.
Welches System hat der Islam dafür gegeben, dass ein Sklave in ein Haus kommt, wo er genauso gekleidet wird wie derjenige, der ihn besitzt, wo er gutes Essen bekommen muss und so weiter? Das heißt, die Situation für den Sklaven ist viel besser als die Situation für einen Kriegsgefangenen in Guantanamo oder beispielsweise Abu Ghraib. Aber diese Situation wurde aufgelassen. Und das ist auch das Ergebnis, warum viele dieser Sklaven den Islam angenommen haben. Weil dadurch haben sie den Islam kennengelernt. Weil diese Leute, die die Sklaven hatten, sie gut behandelt haben und vernünftig behandelt haben. Und so ist es sogar dazu gekommen, dass Sklaven, ehemalige Sklaven, große Gelehrte des Islam geworden sind. Und dass ehemalige Sklaven später Führer, islamische Führer geworden sind. Das findet man nirgendwo, nur im Islam. Man findet nirgendwo Leute, die Sklaven sind, die später diejenigen sind, die die Religion am meisten verbreiten. Weil sie durch diese durch die Umgehensweise mit den Menschen so begeistert davon waren. Weil die Leute sie gut behandelt haben. Und hier natürlich noch etwas anderes, was man erwähnen muss, beispielsweise. Und das ist etwas, was nur im Islam gibt. Ein Volk wird erobert und die Eroberer nehmen den Islam an. Wie beispielsweise die Tataren. Die Tataren haben Bagdad erobert, die Muslime gefangen genommen und die erobernde Macht hat dann die Religion der Eroberten angenommen. Das ist etwas, was es normalerweise nirgendwo gibt. Aber im Islam gibt es das. Und genauso wie mit den Sklaven. Ja? Das heißt, prinzipiell bei einem Krieg, der vorkommt, muss man irgendetwas mit den Leuten machen, die gefangen genommen worden sind. Ja. So. Die Alternative dazu haben wir heute in Guantanamo und Abu Ghraib. So, und jeder soll sich fragen, was besser ist. Ein Sklave, der vernünftig gekleidet wird, der vernünftig zu essen bekommt, der nicht überlastet werden darf bei seiner Arbeit, ja, der vernünftig behandelt werden muss, ja, der freikommen kann, zu dessen Befreiung motiviert wird, oder Guantanamo, wo jemand in den Sack gepackt wird, in einen kleinen Käfig, wie so ein kleines Hähnchen gesteckt wird, ohne Vorwurf, ohne Beweis, ohne alles und gefoltert wird von Tag bis Nacht. Ja? Das heißt, diese Heuchelei, die kann man sich gerne sparen. Und wie gesagt, wir brauchen keine Sklaverei. Aber der Islam hat das nicht verboten, weil eventuell die Situation kommen wird, wo man dadurch Kriegsgefangene in die Gesellschaft integrieren kann. Ich sage diese Worte. Und alles, was richtig davon war, war von Allah. Und alles, was falsch war, war von Shaitan und von meiner eigenen Seele. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.